20 unnötige Brawl Stars Fakten, die keiner von euch kennt. Fakt 1. Der Nita ist der einzige Brawler, den man hört, auch wenn man ihn nicht spielt. Fakt 2. Man braucht genau 30 Sekunden, um die Ulti von Daryl voll aufzuladen. Fakt 3. Aktuell gibt es in Brawl Stars insgesamt 212 Skins, wobei der gute Colt die meisten Skins hat. Einmal Rockstar Colt, Dynastieagent Colt, Gesetzloser Colt, Corsa Colt, Herausforderer Colt, Revolverheld Colt, Stargold Colt, Star Silber Colt und dann die 4 Fußballskins: einmal Atletico National Colt, Cerro Porteño Colt, River Plate Colt und insgesamt hat Colt dann die meisten Skins im Spiel. Fakt 4. Die Projektile von Rico sind die gleichen Projektile, die die Pinguine von Mr. P abschießen. Ihr seht es hier gerade im Hintergrund. Fakt 5. Es gibt tatsächlich keine Obergrenze an Münzen und Juwelen. Ich habe tatsächlich jetzt kein Video gefunden, wo jemand über 1 Million Münzen im Brawl Stars hat. Aber es gibt tatsächlich das altbekannte Video von dem guten Lukas Brawl Stars, der tatsächlich als einziger Mensch auf der Welt auf einem Account über 100.000 Juwelen hatte. Da seht ihr hier nochmal ganz kurz den kleinen Einschnitt. Wir werden heute das 100.000 Gems Opening auf einem einzigen Account machen. Und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass Pookie die meisten Münzen auf einem Account hat. Ich weiß aber gerade nicht, wie viel er aktuell hat. Fakt 6. Es gibt ebenfalls keine Obergrenze an verbleibenden Gegenständen aus einer Megabox. Das Ganze habe ich schon ein paar Mal in Mythenvideos überprüft und auch den Support schon mal gefragt. Mehrere Quellen haben eigentlich mehr oder weniger gesagt, dass sie selber nicht wissen, was die Obergrenze an verbleibenden Gegenständen im Brawl Stars ist. Es gibt tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt auch keine bessere Megabox als 10 verbleibende Gegenstände. Das einzige, was geschafft wurde, seht ihr jetzt hier nochmal ganz kurz Screenshots zu eingeblendet, ist eine Megabox mit 10 verbleibenden Gegenständen, wo die 6 geblinkt hat. Und das ist halt schon mal echt geisteskrank. Also das ist auch schon mal ein echt heftiger Fakt bezüglich der verbleibenden Gegenstände in Brawl Stars. Denn in der Theorie kann man halt auch anscheinend 20 verbleibende Gegenstände aus einer Megabox bekommen. Denn es gibt halt keine Obergrenze. Es ist halt nur geisteskrank, wirklich geisteskrank, unwahrscheinlich, dass man das schaffen sollte. Fakt 7. Pam sollte eigentlich Mama Jay genannt werden. Fakt 8. 8-Bit und Stu sind die einzigen Roboter mit blauen Augen. Ihr seht sie gerade, einmal Stu und einmal 8-Bit. Fakt 9. 2 Münzen sind gleich ein Powerpunkt. Ihr seht sie einmal schön im Shop. 30 Powerpunkte für Nani kriegt man für 60 Münzen. Fakt 10. Eine Brawlbox hat immer 2 verbleibende Gegenstände. Anders als eine Big Box oder eine Megabox. Davon ausgehend natürlich, dass man noch genug Sachen in Brawl Stars ziehen kann. Aber eine Brawlbox wird immer 2 verbleibende Gegenstände haben. Oder man bekommt direkt eine neue Sache. Zum Beispiel ein Gadget, Star Power oder ein Brawler. Fakt 11. Phoenix Crow war der erste Skin, der 300 Juwelen gekostet hat. Und er war auch damals lange Zeit der einzige richtig teure Skin im Spiel. Fakt 12. Karl war der erste Brawler mit nur einem Schuss. Fakt 13. Die Boxerin war der Brawler, der am allerlängsten keinen Skin hatte. Sie wurde am 13.04.2019 im Brawl Talk angekündigt und hat erst am 31.10.2020 den ersten Skin bekommen, also über 1 Jahr und 6 Monate später. Fakt 14. Der erste Brawler, der in einem Update in Brawl Stars hinzugefügt wurde, war Piper. Und zwar am 2.07.2017. Fakt 15. Dynamite kickt in der Luft beim Double Jump nur mit seinen Füßen, wenn man einen Fußballskin ausgewählt hat. Wenn man das mit dem normalen Dynamite macht oder mit irgendeinem anderen Dynamax-Skin, machte das nicht. Fakt 16. Squeak klingt anders, es kommt darauf an, in welchem Team er ist. Entweder er ist im eigenen Team oder im gegnerischen Team, dann klingt er anders. Fakt 17. Rosa, Surge, Byron, Buzz sind die einzigen Brawler, die Brillen tragen. Fakt 18. Bei Pennys Brawler-Icon fehlt Penny ein Zahn,
bei Pennys Model ist dann dieser Zahn aber da. Das heißt, Penny hat nochmal Glück gehabt, ihr fehlt doch kein Zahn. Fakt 19. Colette hat als einziger Brawler im Spiel nie einen Nerf bekommen. Das heißt, sie wurde nie schlechter gemacht, sondern wurde immer nur besser gemacht. Und zu guter Letzt, Fakt 20. Du kannst maximal 50 Accounts pro Gerät in der Supercell-ID haben. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Fakten ihr kanntet und welche nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin mal sehr gespannt. Schreibt mir auch gerne mal weitere unnötige Fakten in die Kommentare. Dieses Video wurde übrigens inspiriert von einem Reddit-Video. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Bis demnächst. Haut rein, euer Clash Games und ciao, ciao.